Wenn man in Ableton Live mit der Aufnahme beginnt, dann ist hier die Frage, wo fängt man jetzt damit an? Natürlich ist diese Session-Ansicht dafür da, dass man da gut Ideen aufnehmen kann. Aber so eine typische Aufnahmesituation in einer DAW, egal ob es nun Ableton oder eine andere DAW ist, die haben wir eigentlich mehr, wenn wir hier in diese Arranged-Ansicht gehen. Denn vor allen Dingen, wenn man mehrere Aufnahmen übereinander macht, stellt sich die Frage, was für eine Art Take nimmt man gerade auf? Zum Beispiel, wenn ich Drums aufnehme, ist es gängig, in einem Overdub-Modus aufzunehmen. Das heißt, ich kann jetzt hier hingehen und sagen, ich nehme hier in einem Loop-Modus auf. Hier oben habe ich das geloopt. Und ich nehme also nacheinander die verschiedenen Instrumente auf und die kommen immer dazu. Im Gegensatz dazu wäre jetzt hier eine andere Methode, wenn ich hier Overdubbing ausmache. Dann wird jedes Mal, wenn ich was Neues aufnehme, hier das Alte überschrieben. Jetzt war ich aber eben in Live 10 unterwegs und in Live 11 funktioniert das nochmal ein bisschen anders. Wenn ich jetzt hier mehrere Takes aufnehme, dann habe ich hier in der Spur die Möglichkeit zu sagen, Take Lanes möchte ich sehen. Und hier sind jetzt die verschiedenen Takes, die ich aufgenommen habe. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, im Zeichenmodus zu sagen, ja, ich möchte hier gerne einen Ausschnitt hiervon und einen Ausschnitt hiervon und einen Ausschnitt hiervon. Das ist eigentlich Comping und dieses Comping ist bei MIDI nicht so gängig. Logic zum Beispiel verbietet das bei MIDI, weil natürlich das Problem ist, was passiert jetzt hier mit dieser Note? Diese Note besteht aus einem Note-On- und Note-Off-Befehl und Live müsste also jetzt hier hingehen und dann diesen Note-Off-Befehl, der hier eigentlich stattfindet, in dem Moment, wo ich jetzt hier diese Region deaktiviere oder nicht mehr spielen lasse, dann automatisch einfügen. Ob das jetzt immer klappt, müssen Sie im Einzelfall ausprobieren. Hier werden wir den Unterschied sowieso nicht hören, weil es kurze Drum-Sounds sind, aber wir hören jetzt hier oben eine Mischung aus allen Takes, die man hier hat. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt die typische Anwendung. Die typische Anwendung wäre jetzt, dass man entweder den einen oder den anderen Take nimmt. Und der Vorteil einer Aufnahme dieser Art ist natürlich, dass die Takes dann auch direkt an der Stelle liegen, wo sie im Song eigentlich hingehören. Das hat man jetzt nicht, wenn man hier in diese Clip-Ansicht aufnimmt, was wir bei einer anderen Gelegenheit machen. Der größte Vorteil für mich, abgesehen von den Live-Features bei dieser Clip-Ansicht, oder einer der größten Vorteile war ja auch, dass wenn man hier Ideen aufnimmt, das Arrangement nicht zugemüllt wird mit Dingen, die man eigentlich nicht verwendet. Solche Dinge habe ich hier jetzt auch, kann aber natürlich sagen, ich möchte die Take Lanes gar nicht sehen und dann ist mein Arrangement auch frei von diesen zusätzlichen Dingen. Also mit Live 11 hat sich die Aufnahme, haben sich die Möglichkeiten des Aufnahme-Workflows in Live dann doch nochmal zugunsten des Arrangementbereichs verschoben.